Ole Bossert. Mit der Nummer 6 Jan Eppers. Mit der Nummer 10 Raphael Gill. Mit der Nummer 29 Kasper Groß. Mit der Nummer 1 und Torwart Lukas Greiner. Die Nummer 20 Tal Grünberg. Die Nummer 25 Daniel Jefferson. Die Nummer 17 Kai Kaiser. Die Nummer 22, Jasper Koenecke. Die Nummer 2 Theo Köhler. Die Nummer 3 Malte Kunlik, wenn ich das hier richtig sehe. Dann die Nummer 7, wohl der, ich möchte nicht sagen der beste, aber sicherlich einer der auffälligsten Spieler der Mannschaft, Simon Quinders. Die Nummer 31, Tim Schreders. Die Nummer 8, Lasse Schür. Die Nummer 11, Henry Selder. Und die Nummer 18, Ferdi Steinbach. Bei Rot-Weiß Köln sieht es folgendermaßen aus. Mit der Nummer 22 Emil Albrecht, die 33 Konrad Bastian, die 96 Nikolai Boucan, die 14 Tobias Grünert, die Nummer 66 Finn Henze, die Nummer 3 Ben Kirchhoff, die Nummer 70 Christopher Pougin, die Nummer 7 Fabio Seitz, die Nummer 51 Henrik Siegburg, die Nummer 17 Nils Petersen, die Nummer 24 Moritz Gottstein, die Nummer 97 Bengt Betten, die Nummer 9 Alexander Kuniaris, die Nummer 27 Tillmann Rabe, die Nummer 40 Len Vorbach, die Nummer 95 Felix Lange als Ersatztorwart. Trainer der Mannschaft ist Stefan Menke, der ja durch die Herren und ja, die weite Bekanntheit der Rot-Weißen durchaus bekannt sein sollte. Gleich geht es dann auch los. Die Mannschaften sind fast soweit. Heute an der Kamera übrigens auch natürlich wieder, wie immer im Hockeysport, hockeyvideos.de. Die beiden Mannschaften machen sich jetzt nochmal richtig heiß, bevor es dann hier in wenigen Sekunden endlich losgeht. Könnte ja gut sein, dass sich diese beiden Mannschaften bald schon wieder auf dem Platz treffen werden. Denn der Gewinner dieser Partie hier wird zur Zwischenrunde nach Bayern fahren, wahrscheinlich nach München. Und der Verlierer dieser Partie wird nochmal zu einem Zwischenrundenspiel gegen den Vertreter aus Hessen 2 antreten müssen, was wohl Limburg ist. Und wenn man dort gewinnt, wird man auch nach Bayern kommen. Das heißt, es ist gut möglich, dass es dann letztendlich bei den beiden Mannschaften hier nochmal irgendwann in den nächsten Wochen um den Einzug in die deutsche Endrunde gehen wird. Also auch hier gilt es schon mal, die Duftmarke zu setzen für das Spiel, was dann möglicherweise noch kommt. Aber konzentrieren wir uns jetzt natürlich erstmal auf das Spiel heute, denn da geht es jetzt ja schon um genug. Wie gesagt, der direkte Einzug in die Zwischenrunde. Und natürlich auch Prestige, es ist natürlich ein Stadtduell in Köln, ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, wer hier gewinnt. Geht also los jetzt hier, die Rot-Weißen mit Anstoß. Erstmal geht es hier sicherlich ein bisschen die Nervosität abzulegen, ein bisschen Kontrolle zu gewinnen, den Gegner ein bisschen kennenzulernen, auch wenn man sich natürlich schon kennt. Gutes Anspiel da ins Mittelfeld. Schöne Bewegung.
Guter Angriff über die rechte Seite jetzt hier von den Rot-Weißen. Guter Schuss. Abgewehrt, hoch abgewehrt. Deshalb die kurze Ecke kann man sicherlich so geben. Der Schuss kam da von Konrad Bastian so rum. Felix Langer im Tor der Rot-Weißen sagt es hier an, gegen Dreieck. Das heißt, die drei Verteidiger der Rot-Weißen stellen sich in einem Dreieck auf, um das natürlich dann, sollte es einen Eckenkonter geben, der immer sehr gefährlich ist nach einer kurzen Ecke, dann auch stabil die Mitte zu verteidigen. Die Ecke wird geschlagen. Oh, und das dürfte wieder eine kurze Ecke geben. So ist es. Da wurde der Ball hoch gegen den eigenen Mitspieler abgewehrt. Von Lukas Greiner. Ja, die Bank der Rot-Weißen schaut gespannt natürlich, wie das hier weitergeht mit der kurzen Ecke. Die erste war jetzt nicht ganz richtig getroffen. Das hat Stefan Menke schon besser gesehen, aber jetzt, Ablage über links. Und gut, da von der Linie gefischt oder vor dem Tor weggefischt von Tal Grünberg, der Schwarz-Weißen. Und jetzt gibt es dann dementsprechend die lange Ecke. Und die Rot-Weißen übernehmen hier relativ schnell die Spielkontrolle. Gut Druck da gemacht von Raphael Gill. Aber die Rot-Weißen setzen sich wieder gut durch, kommen wieder in den Kreis und es gibt wieder die kurze Ecke. Die dritte jetzt schon bereits im noch jungen Spiel. Der Trainer der Schwarz-Weißen damit ganz und gar nicht zufrieden. Jeckel ist das an der Bank übrigens. Und jetzt kommt es zur nächsten kurzen Ecke. Mal schauen, was hier passiert. Der direkte Schuss wahrscheinlich übers Tor. Noch gut gehalten noch. Mit den Fingerspritzen dran gekommen von Lukas Greiner. Gutes Freilaufverhalten da. Die Rot-Weißen sind auf jeden Fall sehr wach hier. Oh, und da wird die Strafecke hier von dieser Seite angezeigt und es gibt die vierte. Stefan Menke mahnt da von der Bank an, dass jetzt endlich mal bei der Ecke eine klare Entscheidung getroffen werden soll. Das sah tatsächlich bei den ersten Ecken noch nicht ganz so aus, als ob sich der Schütze da 100% sicher wäre, was er da machen wolle. Und abgefälschter Schuss geht da an den Pfosten. Glück für die Schwarz-Weißen, der hätte wohl gezählt. Und jetzt vielleicht mal die Kontermöglichkeit für die Schwarz-Weißen, die jetzt über rechts kommen. Etwas unklarer Ball da und dann auch mit dem Körper gespielt. Deswegen der Freischlag für die Rot-Weißen, die das schnell wieder spielen. Da etwas unnötig der Schlag. Und vielleicht wieder die Möglichkeit für die Schwarz-Weißen, die jetzt hier versuchen, sich mehr auf die Konter zu versteifen, was natürlich auch beim dominanten Spiel der Rot-Weißen bisher nicht anders geht. Erstmal jetzt wieder hier ein bisschen Spielkontrolle der Jungs von Stefan Menke. Die aber hier immer wieder im Mittelfeld, genau wie hier, die Fenster anlaufen, sich gut freilaufen, auch wenn das eigentlich Körper war, genau. So sieht es dann auch der Schiedsrichter. Jetzt mal der Versuch des langen Schlenzballs. Gepfiffen für, ja, keinen Abstand.
Muss man vielleicht hier nicht pfeifen? Aber man sieht, die Rot-Weißen, die suchen immer wieder das Anspiel ins zentrale Mittelfeld. Die Schwarz-Weißen drängen da zwar gut an, aber da ist natürlich auch die individuelle Klasse bei den Rot-Weißen vorhanden, sich da im Mittelfeld zu lösen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eigentlich ein richtiger Ball, da das Anlaufverhalten im Sturm etwas spät von den Rot-Weißen. Jetzt ist der Ball erstmal im grünen Gürtel des DSD verschwunden. Jetzt muss erstmal gesucht werden oder vielleicht gibt es ja auch einen Ersatzball, damit das Spiel weitergehen kann. Einige Zuschauer haben sich natürlich auch jetzt schon hier im DSD eingefunden. Die große Masse wird wahrscheinlich erst dann zum Finale, wenn auch der DSD dann hier spielt, erwartet. Aber natürlich viele mitgereiste Eltern und Freunde und Verwandte aus Köln mit dabei. Ball ist inzwischen wieder da. Gut davor gekommen hier von Ben Kirchhoff, der da auf den Knien den Ball wegtackelt. Aber Freischlag oder beziehungsweise Einschlag schwarz-weiß. Ja, das ist schon beeindruckend, wie die Spieler hier jetzt gerade Konrad Bastian auch diese Stocksicherheit haben, dieses Selbstvertrauen haben, auch hier die individuelle Lösung zu suchen, wenn eben kein Anspiel vorhanden ist. Das ist schon ein starkes Niveau. Auch hier wieder schnell gespielt, da die Drehung stark gemacht und das ist ein guter Antritt. Ja, dann hier der Versuch mit der hohen Rückhand. Zwar gescheitert, aber auch da wieder das Selbstvertrauen ist auf jeden Fall da. Gerade bei Nils Petersen, der da rechts vorne spielt. Ja, jetzt machen das auch hier die Schwarz-Weißen ähnlich. Ballbesitz im Mittelfeld, gutes Auflegen, gutes Laufverhalten. Und jetzt hier der lange Ball die Linie runter. Sehr gut in den Lauf von Raphael Gill. Aber hier stockfaul gepfiffen zugunsten der Rot-Weißen. Die Schwarz-Weißen werden jetzt hier von ihrem Trainer zurückgepfiffen, dass sie etwas tiefer verteidigen. Die Spieler wollen das aber gerade noch nicht so richtig mitmachen. Jetzt stehen sie richtig. Tobias Grünert versucht es da mit dem Ball wieder ins Fenster. Diesmal findet er keinen Abnehmer. So, der Anfangsdruck vor der Rot-Weißen ist so ein bisschen verflogen. Die Schwarz-Weißen lösen sich hier gut aus der Umklammerung und übernehmen jetzt ihrerseits ein bisschen die Kontrolle über das Spiel. Hier jetzt wieder über die rechte Seite, aber sehr stark verteidigt da. Ja, das ist gut. Risikoball durch den eigenen Kreis. Aber gut, wenn man das so löst, wie hier Christopher Pougin, der Kapitän, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Und so entwickelt sich der nächste Angriff über die rechte Seite. Da kann man durchaus pfeifen, aber es gibt den Vorteil. Und dann den Ball da etwas leichtfertig verloren bei einem Trick. Und so landet er eben wieder bei den Schwarz-Weißen. Aber es ist schön zu sehen, dass sich hier jetzt zumindest für die neutralen Zuschauer ein gutes, spannendes, interessantes Spiel auch entwickelt, wo beide Mannschaften jetzt immer mehr auf Augenhöhe agieren. Gut, da der lange Ball.
und gut in die Mitte gekommen. Aber stark verteidigt jetzt hier auch trotzdem wieder in beide Richtungen. Kasper Groß holt sich da den Ball gut wieder, aber jetzt hier Rot-Weißen wieder am Ball. Fabio Seitz. Ja, viele bissige Zweikämpfe jetzt hier. Der Ball unerreichbar. Da hat man aber eben auch schon bei Simon Quinders von Schwarz-Weiß Köln gesehen, was er für ein Talent hat, als er da eben den Ball an der Außenlinie bekommen hat und sehr gut langgelegt hat. Da können wir uns sicherlich heute auch noch auf einige gute Szenen von ihm freuen. Jetzt setzt hier gerade ein ganz bisschen Regen ein, aber insgesamt das Wetter völlig in Ordnung. Starker Ball da in den Kreis, aber unerreichbar, weil da keiner am langen Pfosten steht. Christopher Pugge spielt ja grundsätzlich den richtigen Ball. Da ist die Lücke. Da müsste eigentlich ein Stürmer in der Nähe sein. Gut aufgelöst da. Da, klarer Fuß, den da Finn Henze rausholt. Hier wieder am Ball. Genau richtig, da muss jetzt der Seitenwechsel kommen, auch wenn der unsauber gespielt ist. Und jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, hier schnell nachzurücken der Schwarz-Weißen, um den Freischlag vielleicht oder den Einschlag schnell auszuführen. Das macht Ferdi Steinebach jetzt auch, beziehungsweise holt er den Ball. Simon Quinders jetzt hier. Aber der Ball verspringt er unglücklich und geht ins Tor aus. Ja, nachdem es hier sehr gut losgegangen ist, jetzt zuletzt Chancen eher Mangelware. Aber taktisch trotzdem sehr, sehr interessant zu sehen, wie das hier beide Mannschaften machen. Das ist stark gespielt. Über das Mittelfeld auf die rechte Seite rausgekommen. Und dann Konrad Bastian, der jetzt hier rechter Verteidiger spielt. Gut mitgelaufen. Ja, leichter Schubser da. Ja, da ist der Fuß, das ist gut. Von Simon Quinders. Auch mit dem langen Schlenzversuch hier. Da vielleicht mal die Möglichkeit, hier in den Kreis zu kommen. Ja, die Schwarz-Weißen jetzt mal hier in einer gefährlichen Situation vorm Kreis. Aber gut verteidigt von Tobias Grünert. Da wäre mal durchaus die Chance gewesen für die Schwarz-Weißen, da mal den schnellen Ball in den Kreis zu suchen. Da gab es durchaus Anspielmöglichkeiten. Vielleicht jetzt. Über Tal Grünberg, ja. Jetzt kommen die Schwarz-Weißen in den Kreis, jetzt müsste der Querball kommen. Der wird hoch abgelehnt. Da hätte man Vorteil pfeifen können. Aber gut, so die Ecke, die erste für die Schwarz-Weißen. Gut da in den Kreis gekommen. Ja, die Schwarz-Weißen machen das jetzt kontrollierter als zu Anfang, haben ein bisschen besser ins Spiel gefunden, oder deutlich besser ins Spiel gefunden. Vor allen Dingen jetzt auch selbst die Angriffe über die rechte Seite immer wieder forciert. Jetzt also die erste Ecke hier. Für Ole, durch Ole Bossert. Aber verstoppt da.
richtig da, den Ball über rechts in den Kreis zu spielen, aber dann verstoppt. Ja, ärgerlich, diese Chance so leicht zu vergeben. Der Ball da unterm Schläger von Kasper Groß durchgerutscht. Kann natürlich mal passieren. Sieht man deutlich hier, die Rot-Weißen stehen hier sehr zentriert in der Mitte, um dann eben die Außenspuren freizuhalten, um da vielleicht mal auch über die Außenverteidiger hinzukommen. Oder eben direkt durch den Ball des Innenverteidigers. Das ist aber natürlich nochmal eine Nummer schwieriger. Der versucht es jetzt hier wieder. Aber auch da wieder kein Stürmer anzuspielen. Vielleicht sollten es die Rot-Weißen mal ein bisschen mehr über die Außenverteidiger versuchen und ganz klassisch den Ball lang die Linie runterbringen in die eben freigezogenen Fenster. Das Spiel jetzt zuletzt doch etwas statisch. Hier genau der gleiche Versuch von den Schwarz-Weißen, auch wieder durch den Innenverteidiger den Ball durchs Fenster hinten lang an die Viertellinie zu spielen. Grundsätzlich ja kein falscher Ball, wenn er geht. Nur dann müssen natürlich auch die Stürmer anlaufen und den Ball fordern und kriegen. Ja, der Pfiff zurückgenommen, denn das war ganz eindeutig ein hoher Ball der Schwarz-Weißen. Von Lasse Schürder. Ja, auch da ja, der Ball ins Mittelfeld, der jetzt zwar jetzt hier glücklich ankommt, aber durchaus gefährlich, wenn der mal eben beim Gegner ankommt, wie er eigentlich da hätte, der hätte den eigentlich stoppen können. Jetzt aber vielleicht mal die nächste Kreisszene der Rot-Weißen, die jetzt hier mal wieder im Viertel der anderen Kölner, der Schwarz-Weißen sind. Jetzt könnte es mal schnell gehen Richtung Kreis. Alles klar. Jo, tschö. Wir haben uns rausgeschmissen zwischendurch. Ja. Weil hier die Verbindung steht. Jetzt die Rot-Weiße im Kreis über links, vielleicht mal mit der argentinischen Rückhand. So ist es. Gehalten. Ja, und dann ein Fuß, aber. Gute Aktion da, der Rot-Weiß mal wieder. Aber auch eben sehr gut gehalten von Lukas Greiner, der da mit der Pranke rauskommt und sich die Agge fischt. Die argentinische Rückhand. Rot-Weißen setzen jetzt hier gut die Schwarz-Weißen unter Druck. Jasper Kreunicke war das da bei den Schwarz-Weißen links hinten, der aber da den Ball behaupten konnte. Ja, man sieht es jetzt hier, die Rot-Weißen, die wollen jetzt hier mehr Druck machen, weiter vorne drauf gehen. Aber auch da wieder sehr gut gelöst von Simon Quindas. Hier wieder am Ball, aber kriegt er den Vorteil weggepfiffen, beziehungsweise gegen sich gepfiffen, den Freischlag. Die Rot-Weißen wollen es hier etwas schneller machen, als es der Schiedsrichter möchte. Deshalb die Wiederholung des Freischlags. Bei den Knaben A werden ja hier zweimal 30 Minuten gespielt. Das heißt, die Halbzeit neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Wir haben noch ein paar Minuten. Und jetzt die Rot-Weißen, die da nicht gut in den Kreis kommen. Aber dann wieder der Stockfehler im Kreis. Aber man sieht, dass jetzt hier Stefan Menke die Rot-Weißen deutlich nach vorne geschoben hat, die jetzt hier frühes Pressing spielen. Ja, da hört man Menke auch von außen rufen, jetzt können wir zustellen. Genau das ist nämlich jetzt hier der Plan, eben da den Schwarz-Weißen kein Anspiel zu ermöglichen. Das lösen sie aber gut.
und haben jetzt mal die Möglichkeit, vielleicht ja, lang zu gehen, spielen da den Ball in die Mitte. Und dann ist er eben wieder bei den Rot-Weißen, die jetzt vielleicht mal hier die rechte Seite bespielen können. Ja, der nächste Freischlag hier im Viertel jetzt. Außerhalb des Viertels doch, also kann der Ball jetzt auch hier in den Kreis gebracht werden. Das wird jetzt auch hier gemacht und das war eine große Chance. Und die nächste Ecke jetzt. Die Rot-Weißen, man merkt es, jetzt wieder gewillter hier mehr zu investieren, gehen mehr da vorne drauf. Christopher Pouquin spielt da natürlich dann schon, das sieht man, eine sehr starke Kugel auch in den Kreis. Macht er gut, auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen übermütig vielleicht manchmal ist oder die Stürmer es vielleicht noch nicht ganz verstehen, aber das sind schon gute Bälle, die da gespielt werden. Die Ecke wieder nicht ganz sauber rauszugeben, aber guter Schuss an die Latte. An die Latte. Da wäre Lukas Greiner, glaube ich, nicht dran gekommen. Ganz viel Pech hier für die Kölner, die jetzt hier schon zum zweiten Mal Aluminium treffen. Also hier können sich die Schwarz-Weißen sicherlich nicht beschweren, wenn sie hier in Rückstand liegen würden. Oh, das ist aber fehlender Abstand. Da kann es ruhig auch mal eine Karte geben. Gut den Ball da langgelegt von Konrad Bastian, die jetzt hier bei rechts in den Kreis kommen, die Rot-Weißen. Starkes Dribbling. Dann in den Torwart reingespielt, gut von Lukas Greiner verteidigt da. Aber das war mal richtig gut gemacht von den Rot-Weißen, die da stark in den Kreis über rechts eindringen. Aber dann muss eben vielleicht mal der 90-Grad-Ball kommen, wenn denn die Angebote da sind. Ja, nicht zwingend der Druck da der Rot-Weißen. Da machen sie die Seite auf. Und dann eben da auch mal die Möglichkeit für Kaspar Groß da nach innen zu kommen. Wechselt da gut die Seite. Und dann wird da der Ball hochgepfiffen. Tal Grünberg, der sich da über rechts durchsetzen wollte und da mit unfairen Mitteln gestoppt wurde. Gutes Anspiel ins Mittelfeld. Simon Quinders. Stockfoul. Und jetzt geht es schnell über Simon Quinders, der in den Kreis gehen will hier. Ja, lange Ecke. Kann man ganz vielleicht auch so pfeifen, dass der Ball da absichtlich von den Rot-Weißen ins Ausgespielt wurde. Aber ich denke, die Entscheidung ist in Ordnung. Und Simon Quinders nimmt sich hier wieder der Standardsituation vor dem Viertel an. Oh, und da ja wieder stockvoll vom Kreis. Also zweimal da die Schwarz-Weißen gehindert worden, durch unfaire Mittel in den Kreis zu kommen. Da könnte man sicherlich mal über eine Strafecke nachdenken. Hier das dritte Mal und dann ist es jetzt auch soweit, das dritte Mal deutliches Stockfoul und dann gibt es natürlich jetzt die kurze Ecke. Stefan Menke sieht das ein bisschen anders, er sieht nicht, dass das eine Ecke war, er sagt, es ist ein Alibi-Pfiff. Sehe ich ganz anders. Wobei die rot-weißen Spieler wohl selbst sagen, dass es eine Ecke war. Wie auch immer, wollen wir uns nicht zu lange daran aufhalten. Die Ecke gibt es, die Ecke kommt. Wieder unsauber rausgegeben. Also insgesamt hier die Ecken
Obwohl sie ja geübt wurden, nicht so gut. Aber jetzt, Quinders, das ist doch die Möglichkeit, das muss es doch sein. Nein, das gibt es nicht. Simon Quinders da eigentlich mit einem super Dribbling in den Kreis. Aber dann letztendlich doch gut verteidigt, noch kurz vor der Linie da von Tobias Grünert. Das Tor steht nicht mehr ganz sauber auf der Linie. Aber Felix Langer macht das da aber auch im Tor der Rot-Weißen gut. Bleibt da schön stehen, ganz ruhig. Ja, da sieht man einfach dieses Ballgefühl von Simon Quinders. Das ist einfach super. Aber es muss natürlich auch Ertrag bringen, jetzt richtig, dass er da hinten rum auflöst. Sucht da wieder das Anspiel. Jetzt müsste der Ball mal wieder gespielt werden. Genau so ist es. Auf die linke Seite. Gut in die Tiefe. Raphael Gilda. Bisschen die Kontrolle verloren, passiert mal. Genau, die schwarz-weißen Fans sagen es. Der nächste, weiter geht's. So ist es, umdrehen, Mund abputzen und weiterspielen. Nach wie vor für die, die vielleicht etwas später zugeschaltet haben, es steht nach wie vor 0:0. Zu Beginn deutliche Spielvorteile für die Rot-Weißen, dann sind die Schwarz-Weißen aber immer besser ins Spiel gekommen. Und jetzt zwar etwas weniger Chancen als zu Beginn des Spiels, aber dafür gleich verteilt auf beiden Seiten. Also eine ganz offene Partie jetzt hier. Die Uhr zeigt es an, noch knapp 2 Minuten zu spielen. Die Uhr wird dann stehen bleiben. Jetzt aber erstmal die argentinische Rückhand und erneut, oh, das ist stark, direkt die argentinische Rückhand fast Volley genommen da, am langen Pfosten dann vorbei, nachdem eben Lukas Greiner den ersten Schuss noch abwehren konnte, den Nachschuss dann richtig gut getroffen, am langen Pfosten vorbei. Da stand auch jemand, ich weiß leider gerade nicht, wer es war, aber konnte den Ball, der leicht gehoppelt kam, nicht erwischen. Ist aber natürlich auch schwierig bei dem Tempo. Genau, ich habe die Uhr gerade angesprochen, 2 Minuten sind jetzt noch zu spielen. Die Uhr wird jetzt stehen bleiben bei Ihnen im Player, weil letztendlich die Schiedsrichter natürlich die genaue Spieluhr haben und wir nicht die Zeitnehmer sind. Aber 2 Minuten, da ist natürlich hier noch einiges möglich. Gut geholt da den Ball. Oh, da gibt es den Pfiff für die Rot-Weißen. Etwas überraschend, wie ich finde. Nachdem Tal Grünberg da doch relativ hart angegangen wurde. So, also nochmal die Rot-Weißen, die es jetzt hier über die linke Seite versuchen, aber nicht durchkommen. Ja, oben auf dem Balkon der Anlage des DSD sieht man schon voller Vorfreude den Teammanager und Trainer der A-Knaben des DSD, die ja jetzt hier im Anschluss um 12.30 Uhr das große Finale gegen Uhlenhorst Mülheim spielen werden. Hier auf der Anlage wird ja auch das Finale, die deutsche Endrunde, ausgetragen werden. Das in jedem Fall. Und wenn hier der DSD gewinnen sollte, auch die deutsche Zwischenrunde. Oh, das ist natürlich ein gefährlicher Ball, der jetzt hier gespielt wurde. Auf die Rot-Weißen. Oh, das ist ein starkes Dribbling. Der Schlag, aber nochmal gerade so gut verteidigt. Das war aber auch wirklich auf den letzten Drücker. Da gibt es dann die lange Ecke. Fabio Salz da kurz vor Abschluss noch gebremst. Das war aber eben natürlich ein sehr, sehr riskantes Abspiel da. Oh, der Ball jetzt im Kreis und am langen Pfosten vorbeigeht. Das sind natürlich jetzt hier Chancen, die die Rot-Weißen auch mal nützen müssen. Nils Petersen da bekommt da relativ unverhofft oder überrascht den Ball. Und kann ihn dann eben nicht im langen Eck unterbringen. Da fehlt aber auch jetzt zum wiederholten Male bei den Rot-Weißen so ein bisschen der Mann am langen Pfosten, der da vielleicht einfach mal nur noch den Schläger reinhält und das Ding über die Linie drückt. Da der hohe Ball, aber eigentlich abgefälscht, genau. Deswegen nochmal Freischlag. Die Zeit müsste jetzt gleich abgelaufen sein. 10 Sekunden wird hier angesagt. Christopher Pogel versucht dann nochmal in den Kreis zu kommen, aber das ist gut verteidigt hier
Und so sollte es dann jetzt eigentlich in die Halbzeit gehen. Nochmal der Fuß, ja. Und dann hören wir hier den Halbzeitpfiff. Eine interessante erste Halbzeit, wie ich finde. Zwar noch ohne Tore, aber durchaus mit vielen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Rot-Weiß ein sehr, sehr stark gestartet. Dann so ein bisschen die Spielkontrolle verloren, weil es dann aber auch die Schwarz-Weißen sehr gut gemacht haben. Und ja, jetzt können wir uns, glaube ich, auf eine Halbzeit freuen, die noch spannender wird bei dem Ergebnis. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns gleich wieder. Wir melden uns zurück aus der Landeshauptstadt, hier aus dem DSD, zum Spiel um Platz 3 der westdeutschen Endrunde. Rot-Weiß Köln gegen Schwarz-Weiß Köln. Spielstand nach wie vor 0:0. Die Mannschaften sind wieder soweit, fast zumindest. Nach intensiver taktischer Besprechung hier auf beiden Seiten. Wobei das taktisch von beiden Mannschaften, wie ich finde, zumindest schon sehr, sehr hochwertig war. Wir sind gespannt, wie es in der zweiten Hälfte jetzt weitergeht, was sich die Trainer auch überlegt haben mit ihren Mannschaften. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rot-Weißen, was ich eben schon mal angesprochen habe, es mehr versuchen werden, über außen zu kommen, über die offenen Fenster zu spielen. Die Schwarz-Weißen jetzt wahrscheinlich mit dem Schlenzer, nein. Das Spiel ganz ruhig gehalten von Simon Quinders wieder im zentralen Mittelfeld. Tal Grünberg jetzt hier mit dem Ball. Intensiver Zweikampf da. Ballverlust da von Ole Bossart. Und jetzt die Rot-Weißen, die jetzt hier vielleicht mal in den Kreis kommen können. Der Ball ist aber unsauber gespielt, schade. Da wäre mehr drin gewesen. Denn da war durchaus eine Anspielmöglichkeit vorhanden für Emil Albrecht. Aber dann so ein bisschen die Ruhe am Ball da verloren vorm Kreis. Tal Grünberg jetzt wieder. Der lange Ball. Oh, jetzt geht es aber schnell hier über Tim Schreders, wenn ich das richtig sehe hier. Schmieders ist es, glaube ich. Da wieder am Ball. Vielleicht ein Stock voll, aber kommt da gut in den Kreis, wird dann aber auch sehr gut verteidigt vom Kapitän der Rot-Weißen, der das sehr, sehr stark macht. Auch natürlich von seiner Statur her den meisten hier auf dem Platz nochmal eine Nummer überlegen. Hier wieder am Ball. Der Ball wieder ins Fenster. Und da verstoppt worden. Deshalb der Ball bei den Rot-Weißen an der Auslinie jetzt hier. Wird aber richtig dann nochmal aufgelöst. Über den Kapitän Christopher Pugger. Der argentinische Ball in den Kreis. Eigentlich ein guter Ball da. In die Vorhand von Fabio Salz. Natürlich hart und etwas weit nach außen gespielt. Aber richtiger Ball von Tobias Grünert da. Technisch 1A. Die Schwarz-Weißen, das sieht man jetzt hier deutlich auch in den ersten Minuten, wollen hier offensichtlich häufig über die rechte Seite kommen. Tal Grünberg hier in der Innenverteidigung, der immer den Ball bekommt, dann auf rechts außen anspielt oder eben ins Mittelfeld. Angriff über links, Mangelware. Auch hier wieder der Ball durch die Mitte, durchs Fenster. Oh, stark gemacht. Jetzt geht's in den Kreis. Jetzt geht's in den Kreis für die Rot-Weißen. Quergelegt. Oh, das ist aber... Da hätte man vielleicht eine Ecke pfeifen können. Die Rot-Weißen bleiben am Ball mit Nicolai Boucan. Aber gut verteidigt. Oh, das ist aber ein Foulspiel.
von Lasse Schür. Aber das war die große Möglichkeit da für die Rot-Weißen durch Len Vorbach, der da sehr gut den Ball mitnimmt. Ja, die Rot-Weißen jetzt kommen hier wieder in den Kreis mit der argentinischen Rückhand. Abgezogen und knapp am Tor vorbei, nachdem der Ball ja noch leicht abgefälscht war. Wieder guter Schuss, Fabio Salz. Der kommt jetzt hier in Fahrt. Der Ball wieder in den Kreis. Fast in den Kreis. Oh, das war, ist eine Ecke. Ja, weil er da gefoult wird. Keinen Abstand eingehalten. Christopher Pugge macht das da gut, zieht direkt zum Kreis. Und dann gibt es jetzt die Ecke, die ja bisher in der ersten Halbzeit bei beiden Mannschaften noch nicht sonderlich gut funktioniert hat. Weiß nicht genau, was es da jetzt gerade noch zu diskutieren gibt. Nicolas Boucan hatte da offensichtlich noch was mit dem Schiedsrichter zu besprechen. Die Ecke also jetzt durch Konrad Bastian auf den Kapitän, wahrscheinlich nein, auf das erste Eckenpärchen gespielt. Und der Schlenzer gut gehalten und dann perfekt vom Torwart an den Fuß abgelenkt. Gut gehalten von Lukas Greiner, der hier ein super Spiel macht. Ganz abgeklärt, ganz ruhig, steht immer richtig. Was will man mehr von einem Torwart? Auch hier wieder der Angriff über rechts der Schwarz-Weißen. Jetzt geht es aber hier hin und her. Schönes Spiel für die Zuschauer. Lange Ecke. Simon Quinders am Ball. Wie gewohnt, das Bild kennen wir aus der ersten Halbzeit. Thal Grünberg versucht jetzt hier den Ball direkt in den Kreis zu spielen. Kommt er auch durch. Etwas nachlässig verteidigt da von den Rot-Weißen. Ja, man sieht es, der Ball jedes Mal kommt jetzt hier eigentlich zu Thal Grünberg, der hier das Spiel von, aus der Innenverteidigung rechts hinten macht. Hier wieder am Ball. Jetzt müsste mal der Seitenwechsel kommen, da ist er. Aber trotzdem, auch hier wird die linke Seite ganz vernachlässigt, die ja nicht gerade komplett offen ist, aber lieber der Ball wieder zu Thal Grünberg, der jetzt hier etwas überhastet, den Ball nicht richtig trifft. Und deshalb Ballbesitz wieder. Ja, man sieht, die Regenschirme sind aufgespannt bei den Zuschauern. Es nieselt leicht, für die Spieler sollte das eigentlich kein Problem sein. Die Temperaturen, ja, leicht herbstlich, aber sicherlich kein Grund, sich hier zu beschweren. Tobias Grünert hier am Ball, wieder mit der argentinischen Rückhand, zieht er auf und spielt einen guten Ball. Ja, das ist wirklich eine argentinische Rückhand aus dem Bilderbuch. Schön tief, schön flach, schön ruhig und trifft den Ball da. Das hört man, wie er sauber den Ball trifft, zum Zungeschnalzen. Ja, da sieht man auch im Ansatz schon, dass er da wieder nach rechts kommen möchte. Mir fehlt bei beiden Mannschaften so ein bisschen der Zug über die linke Seite. Das ist eigentlich relativ leicht auszurechnen. Auch hier wieder immer der Ball nach rechts. Ja, Tobias Grünert spielt das da auch stark, muss man sagen. Jetzt müsste mal der lange Ball kommen, genau. Fabio Seitz setzt sich da gut durch. Wird da vorher gebremst, deswegen ist der Vorteil jetzt gepfiffen worden. Thank you.
gut außen durchgegangen, aber dann eigentlich gut verteidigt. Muss man nicht unbedingt pfeifen, wie ich finde, aber gut, wurde so entschieden. Nach dem Stockfoul von Kai Kaiser. Oh, ins Dribbling gegangen. Und jetzt kommt der Voranschlag. Oh, wieder an den langen Pfosten. Also da fliegen jetzt aber auch reihenweise die Bälle hier in den Kreis, die da Tobias Grünert spielt, Vorhand oder Rückhand. Allerdings noch nicht angekommen. Ja, es ist hier etwas frisch. Man muss sich aneinander wärmen mit einer Decke und so, aber das ist alles kein Problem. Ich glaube, für das Spiel hier, auch wenn es noch 0-0 steht, lohnt sich das Warten oder das Frieren auch absolut. Ist ja auch schön, wenn man sich so etwas näher kommen kann. Guter Ball, da die Linie unter. Oh. Bisschen verschätzt da. Ole Bossert hatte da den Ball schön die Linie runtergelegt eigentlich. Ja, das Gelände füllt sich hier langsam. Die Mannschaften auch für das Endspiel gleich treffen langsam ein, die Zuschauer kommen. Das wird hier sicherlich noch ein richtig schöner Hockeytag im DSD. Da jetzt das Rohr in den Kreis, sollte da kommen, aber abgefangen. Und jetzt vielleicht mal die Kontermöglichkeit. Oh, ja, das pfeift der Schiedsrichter zurück, weil der Ball ja nicht ruht. Oh, und da trifft er ihn beim Schlenzer unglücklich am Oberkörper, aber zum Glück den Schlenzer nicht richtig getroffen, deswegen auch nicht keine Verletzung. Ganz im Gegenteil, jetzt die Chance für die Rot-Weißen, die jetzt hier in den Kreis kommen. Und da ist der Fuß, der war aber, würde ich sagen, auf dem Kreisrand. Das hätte durchaus eine Ecke geben können. Fabio Seitz da wieder im Dribbling, der das wirklich sehr stark macht. Oh, und da ist jetzt aber eigentlich eine Lücke, jetzt kann er in den Kreis gehen, macht da den, ja, versucht da den Schlenzer. Aber das war von Emil Albrecht etwas wenig. Also auch hier wieder das ganze linke Fenster, sehen Sie hier, ist komplett offen. Und trotzdem wird der Ball nach rechts gespielt, auch wenn der Ball sicherlich nicht schlecht ist. Aber es ist eben schon relativ leicht auszurechnen. Auch wenn die Schwarz-Weißen jetzt hier mal über rechts Richtung Kreis kommen und den Freischlag bekommen. Ole Bossert. Ja, Simon Quinders versucht da in drei Leute reinzulaufen. Das ist natürlich zum Scheitern verurteilt, selbst wenn man sicherlich über die technischen Möglichkeiten da verfügt. Aber da muss man sicherlich nochmal auch mal ein bisschen die Ruhe bewahren und den Ball auch einfach mal hinten rauslegen. Christopher Pogain zieht sich jetzt immer weiter auch auf die rechte Seite. Hier jetzt im Dreieraufbau der Rot-Weißen. Und dann eben auch eine Überzahl zu erzeugen im Mittelfeld. Guter Ball hier. Geht hoch vom Rot-Weißen. Des Schwarz-Weißen, deswegen der Ball jetzt bei den Rot-Weißen, der aber unsauber gespielt. Also eigentlich muss man sagen, beide Mannschaften spielen das ja durchaus gut bis zum Kreis. Aber im Kreis dann häufig nicht. Da fehlen dann irgendwie ein paar Prozent noch, zwar vernünftige Torchancen, gute Schüsse, aber noch nichts 100% Zwingendes. Klar, man muss sagen, die Rot-Weißen allerdings nach Ecken sind zweimal am Aluminium gescheitert, einmal am Pfosten, einmal in der Latte. Aber so der ganz saubere Schlag einfach mal ins Eck oder der Ball am langen Pfosten, wo jemand steht, der fehlt noch so ein bisschen. Vielleicht jetzt mal, jetzt die Möglichkeit, gut abgefangen, den Ball hier von Christopher Pogain. Aber auch da unglücklich. Der Ball ist eigentlich zu stoppen da.
Zugleich haben wir die erste Hälfte der zweiten Halbzeit hinter uns. Nach wie vor ein sehr ansehnliches Spiel, wie ich finde. Nur Tore bisher Mangelware. Aber wir werden hier heute definitiv einen Sieger sehen. Also werden wir auch noch Tore sehen und sehen, auch wenn es erst im Penalty-Schießen sein sollte. Gut da, abgedreht von Emil Albrecht. Gut den Mann im Rücken mitbekommen. Oh, jetzt aber die Möglichkeit, über rechts in den Kreis zu kommen. Jetzt macht das, und das ist doch, das müsste doch eigentlich mal was sein. Das, da könnte man auch einfach mal sicherlich die Ecke geben. Fabio Seitz macht das da meiner Meinung nach wirklich sehr stark. Fehlt natürlich auch da wieder der letzte Ball, aber er macht das da sehr stark, wie er immer wieder in den Kreis zieht, immer wieder viele Gegner bindet. Jetzt hier in der Ecke, kaum für die Kamera zu sehen, ein kleines Dribbling von Simon Quinders, allerdings auch ohne, dass da irgendwas Spektakuläres passiert. Ich glaube, er wünscht sich, dass er jetzt da einen Stockfoul für sich gepfiffen bekommt, aber die Rot-Weißen tun ihm diesen Gefallen nicht. Er spielt da alleine gegen drei Rot-Weiße. Sieht schön aus. Bringt aber eigentlich niemandem etwas. Ja, Stefan Menke sagt, der Ball sollte einfach ausgespielt werden. Simon Quinders tut ihm aber den Gefallen, dass er da einen Foul begeht. Andersrum, Entschuldigung, natürlich, die Rot-Weißen begehen da einen Foul an Simon Quinders. Und so haben wir wieder die Standardsituation. Da haben wir gerade gesehen, dass Nicolas Boucan da im Sturm der Rot-Weißen spekuliert hat, dass da der Ball hier in die Abwehr gespielt wird. Zu Tal Grünberg. Oh, der Ball ist gefährlich von Tal Grünberg. Jetzt sollte er schnell wieder aufstehen, denn jetzt, wenn es schnell geht über Fabio Seitz, dann könnte das hier gefährlich werden, aber das dauert etwas lange. Und dann löst Simon Quinners das auf seine Art und Weise mit dem Dribbling. Ja, robuster Einsatz da. Gut durchgesetzt von Kasper Groß, der jetzt nicht gerade ein Schrank ist, aber seinen Körper sehr gut einsetzt. Das ist gut gespielt, wieder Fabio. Fabio Seitz will hier die Ecke haben. Ich muss sagen, mir gefällt ja die Innenverteidigung der Rot-Weißen sehr, sehr gut. Ich hoffe, sie strafen mich jetzt keine Lügen. Ich finde, die beiden machen das ja sehr, sehr stark. Tobias Grünert hat jetzt ja auch in der Offensive schon einige gute Aktionen gebracht. Christopher Pugner sowieso immer wieder die Bälle in den Kreis. Vielleicht noch etwas unklar, aber insgesamt ist das schon, finde ich, für diese Altersklasse sehr, sehr bemerkenswert, was die beiden hier für eine Ruhe ausstrahlen. Hier sehen wir sie am Ball, auch wenn hier der Ball etwas verspringt bei Tobias Grünert, aber das passiert natürlich mal. Auch hier der Ball wieder, der im Kreis ankommt von Christopher Pugner und dann, ja, da fehlen dann so ein paar Prozent einfach da vorne. Auch da hätte man sicherlich wieder eine Ecke holen können. Nils Petersen. Lasse Schür jetzt hier am Ball. Aber meistens ist da die Orientierung immer nach rechts, da wird gar nicht richtig nach links geguckt. Vielleicht ist das ja auch die Ansage des Trainers, aber ja. Ist natürlich relativ leicht zu lesen.
Christopher Pogon jetzt hier mit dem Schlenzer in den Raum, aber da ist natürlich Schwarz-Weiße. Zwei Schwarz-Weiße und Lasse Schür holt sich da sehr gut den Ball runter. Dann ist er allerdings wieder weg und jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, hier über die linke Seite zu kommen im 3D-Modus. Nicolas Boucan löst sich da, legt den Ball wieder hinten raus zu Alexander Koniaris, der dann das Spiel auf die rechte Seite bringt. Jetzt die Rot-Weißen, die jetzt hier wieder in den Kreis kommen über die rechte Seite. Jetzt vielleicht mal Nils Petersen. Ihr macht der gut und das ist doch das Ding. Das ist das Tor. Das ist das Tor. Richtig, richtig gut gemacht da von Nils Petersen, den ich ja gerade noch so ein bisschen kritisiert hatte dafür, dass er da keine klare Aktion macht. Aber hier macht er sie. Dribbelt da sehr stark um den Torwart herum. Ich weiß nicht, ob er letztendlich, ob der Ball von ihm dann noch über die Linie getrudelt ist oder ob da noch ein anderer Rot-Weißer dran war. Ist letztendlich aber auch egal. Wir haben das erste Tor des Tages. Und das fällt für die Rot-Weißen. Und jetzt sind natürlich die Schwarz-Weißen gefragt, die jetzt hier ins Spiel wieder zurückfinden müssen. Da wäre der lange Schlenzer beinahe durchgekommen. Da wäre Raphael Gill frei im Kreis gewesen. Ja, und so haben wir jetzt noch 9 Minuten etwa zu spielen. Sicherlich noch genug Zeit, um hier das Spiel auch noch womöglich zu drehen, aber da muss jetzt natürlich was kommen. Sonst heißt es eben für die Schwarz-Weißen Zwischenrunde nochmal gegen die zweite Mannschaft aus Hessen. Auch das sicherlich eine lösbare Aufgabe, aber wenn man den Umweg sich sparen kann, dann macht man es doch lieber anders und gewinnt dieses Spiel hier. Aber gut, das versuchen natürlich beide Mannschaften. Kein klares Anspiel da. Oh, das ist aber ein Körper von Rot-Weiß. Das hat der Schiedsrichter übersehen. Nicolai Bukorna mit dem leichtfertigen Ballverlust. Versucht er die Drehung und dann bleibt der Ball nicht in der Keule. Stefan Menke sagt es, die Innenverteidigung steuert. Das sieht man in diesem Spiel auch ganz deutlich, dass die beiden da hinten das Spiel machen, dass sie das Spiel verstanden haben. Wieder Fabio Seitz, der jetzt hier versucht, in den Kreis zu kommen. Oh, da wird er aber gut weggeschoben, der Körper eingesetzt. Fabio Seitz geht in den Kreis. Aber eigentlich gut gehalten von Lukas Greiner. Der Ball springt aber einem Verteidiger an den Fuß. Und so gibt es jetzt die nächste Ecke für die Rot-Weißen, die natürlich hier mit einem 2-0, ich möchte nicht sagen, alles klar machen können, aber dann schon deutlich auf dem Weg Richtung Zwischenrunde in Bayern sind. Die Rot-Weißen lassen sich jetzt hier sehr viel Zeit. Ecke wird rausgegeben von Konrad Bastian mit der Nummer 33. Bisher, wie gesagt, die Ecken etwas unsauber. Nicolai Boucan steht bereit und der Stecher, der steht auch lauernd da. Aber nein, der Ball wird abgelegt und springt wieder an den Körper eines Schwarz-Weißen. Deswegen Wiederholungsecke, nachdem hier Fabio Seitz versucht hatte, den Ableger aufs Tor zu schlenzen. Und die Wiederholungsecke. Gleiche Variante.
Fabio Salz mit der argentinischen Rückhand durch die Schosenträger von Lukas Greiner zum 2:0. Das hat er sich, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, verdient, der Fabio Salz, der hier ein super Spiel macht. Und dann mit der argentinischen Rückhand hier nach dieser Ecke, die eigentlich wieder relativ missglückt war, weil sie eben auch sehr lusch rauskam, sich da ein Herz gefasst hat, auf links gegangen ist und dann mit der argentinischen Rückhand einfach mal abzieht. Lukas Greiner rechnet da, glaube ich, mit der Flanke an den langen Pfosten und hat dementsprechend die Hosenträger etwas offen. Und da trifft eben dann Fabio Salz genau durch zum 2:0. Der Ball geht ans Brett. Und natürlich gibt es jetzt hier die Auszeit. Die Schwarz-Weißen müssen sich jetzt überlegen, wie sie diesen 0:2 Rückstand wettmachen können. Das ist natürlich ganz, ganz ärgerlich jetzt hier, dass dieser Ball da wirklich durch die Hosenträger durchrutscht. Aber ich muss sagen, in den letzten Minuten fahren die Rot-Weißen auch hier die spielbestimmende Mannschaft mit deutlich mehr Spielkontrolle. Da bin ich mal gespannt, was sich die Schwarz-Weißen jetzt hier in der Auszeit einfallen lassen, um vielleicht doch mal diesen Abwehrriegel der Rot-Weißen zu knacken. Die Möglichkeiten waren ja durchaus da, auch schon in der ersten Halbzeit. Aber es muss sicherlich jetzt zwingender werden, vor allen Dingen jetzt schnell zwingender werden, denn wir haben nicht mehr so viel Zeit. Noch etwas mehr als 5 Minuten sind auf der Uhr. Da ist im Hockeysport natürlich schon einiges passiert in 5 Minuten, keine Frage. Die Frage ist nur, ob wir auch so ein kleines Wunder heute hier sehen werden im Spiel um Platz 3 der WHV-Endrunde hier im DSD in Düsseldorf in der Landeshauptstadt bei sportstadt.tv. Und natürlich an der Kamera wieder, wie immer, hockeyvideos.de, wenn Sie auch mal andere Spiele sich aus der Bundesliga angucken möchten, ist das die richtige Adresse, die Sie besuchen sollten. Jetzt die Rot-Weißen wieder, die hier versuchen in den Kreis zu kommen. Und sie schaffen es tatsächlich wieder. Jetzt könnte hier alles klar gemacht werden, aber doch nochmal gut verteidigt, der Schwarz-Weißen. Da war Konrad Bastian auf dem Weg in den Kreis, auf dem Weg zum 3:0. Ja, da liegt der Ball nicht. Das ist richtig entschieden leider vom Schiedsrichter, auch wenn das natürlich ärgerlich ist für die Schwarz-Weißen. Da wollte Simon Quinders einfach weiterspielen. Das erlauben die strengen Hockeystatuten aber natürlich nicht. Ja, gut durchgesetzt. Da wird der Arm gepfiffen. Kann man so pfeifen. Da geht Kasper Groß ein bisschen mit dem Arm gegen den Gegenspieler, aber kann man auch durchaus mal laufen lassen. Ja, unsere Uhr zeigt hier noch 5 Minuten an. Wir sind aber eher bei schätzungsweise noch ca. 3 Minuten, die jetzt die Schwarz-Weißen hier nur noch haben, um den erstmal Anschlusstreffer zu erzielen. Vielleicht ja jetzt. Jetzt könnte es nochmal schnell gehen. Jetzt müsste auch noch der Ball da mal in die Spitze kommen. Da sind eigentlich 2 Leute, die da gut mitlaufen. Jetzt schaltet sich Tal Grünberg aber auch in die Sturmbemühungen der Schwarz-Weißen ein. Der Ball, wenn der da durchrutscht, dann wird es nochmal richtig gefährlich, denn da stehen 2 Schwarz-Weiße ziemlich blank. Der Ball ist falsch getroffen von Christopher Pugger. Jetzt die Schwarz-Weißen mit der großen Chance. Das ist doch, muss doch eigentlich das Tor sein. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Der Ball liegt da eigentlich frei. Kann dann aber nicht verwertet werden. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn man jetzt nochmal hier das 2:1 hätte erzielen können. Jetzt wird von Schwarz-Weiß natürlich nochmal hier Druck gespielt. Der Ball geklärt. Aber das ist natürlich auch ein starker Ball. Der kommt da von der eigenen, vom eigenen Kreis bis an den gegnerischen Kreis. Geht dann aber ins Aus, nachdem Len Vorbach den Ball da nicht richtig kontrollieren konnte.
Aber ja, es sieht sehr danach aus, als würden hier tatsächlich die Rot-Weißen dieses Spiel um Platz 3 gewinnen und damit dann eben auch direkt qualifiziert sein für die Zwischenrunde in Bayern, wahrscheinlich eben bei München, die wahrscheinlich eben in Bayern den ersten Tabellenplatz belegen werden. Aber die Schwarz-Weißen, wie gesagt, müssten dann hier auch nicht allzu traurig sein, denn dann würde es ja weitergehen. Sie wären ja nicht rausgeflogen, sondern müssten gegen den Vertreter aus Hessen 2 nochmal ein Qualifikationsspiel sozusagen spielen, auch um die Endrunde in München, sodass dann eben, das hatte ich eben schon mal erwähnt, diese beiden Mannschaften, die wir hier sehen, in München wieder aufeinandertreffen könnten. Und jetzt, wo die letzten Spielminuten laufen, werde ich mich mal hier auf den Weg begeben und auf den Platz gehen, um Gesprächspartner für die Analyse zu bekommen. Die letzten Minuten laufen also, die Rot-Weißen versuchen hier nochmal das Spiel zu beruhigen, während ich hier den Abstieg, die Leiter herunterwage mit einem Arm. Wenn Sie mich also nicht mehr hören, dann wissen Sie, was passiert ist. Ich habe es geschafft und kann wieder das Spielfeld sehen und für Sie kommentieren, meine Damen und Herren. Ja, Kasper Groß läuft da an, kriegt den Ball aber nicht. Wir sehen, das weite Rund hat sich weiter gefüllt. Die Mannschaften natürlich jetzt da von Uhlenhorst Mülheim und dem DSD aus Düsseldorf. Wenn es dann um 12.30 Uhr also dann heißt, großes Finale um den WHV Wimpel. Um die Westdeutsche Meisterschaft. Schwarz-Weiß versuchen es jetzt hier nochmal über die rechte Seite in den Kreis zu kommen. Das könnte eine Ecke geben. Ja, so ist es. Christopher Pougin spielt den Ball da etwas übereifrig ins eigene Tor aus und da pfeift der Schiedsrichter dann natürlich auch Ecke. Also nochmal die Möglichkeit, kurz vor Schluss hier den Anschluss zu erzielen. Wobei es fraglich ist, ob das jetzt noch zeitlich überhaupt hinhauen würde mit dem zweiten Tor, aber gut. Gucken wir erstmal, was diese Ecke bringt, ob es vielleicht das erste Tor für die Schwarz-Weißen bringt. Die Ecke ist rausgegeben, wird über rechts gespielt, abgelegt und dann wieder gegen den Fuß und es gibt die Wiederholungsecke. Es wäre den Schwarz-Weißen auf jeden Fall, muss man sagen, zu wünschen, wenn sie hier auf jeden Fall noch ein Tor schießen würden, denn die haben, weiß Gott, kein schlechtes Spiel gemacht. Ganz im Gegenteil. Ich fand eigentlich von beiden Mannschaften, das war hier eine sehr, sehr gute Partie. Nur dann eben die Durchschlagskraft bei den Rot-Weißen doch etwas höher. Schöne Eckenvariante eigentlich da. Vorgestoppt im Kreis und jetzt der Nachschuss und der landet im Tor tatsächlich. 2:1. Aber das ist gleichzeitig eben auch der Schlusspfiff gewesen, der Schlusspunkt dieser Partie. Herzlichen Glückwunsch an die Rot-Weißen, die sich hier, wie gesagt, dann qualifizieren für die Runde in Bayern und die Schwarz-Weißen müssen eben zur Zwischenrunde, zum Qualifikationsspiel nochmal zu Hessen 2. Stefan Menke habe ich jetzt hier am Mikrofon. Ja, herzlichen Glückwunsch, Stefan. Unsere Kamera ist da oben, vielleicht können wir ein bisschen näher gehen. Was sagst du zu dieser Partie? Ich finde von beiden Mannschaften ein gutes Spiel, aber ihr dann letztendlich doch ein bisschen mehr Durchschlagskraft gehabt? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich auch sehr viel Ballbesitz, sehr viel Dominanz im Spiel gehabt. Vorne ein bisschen ungefährlich, aber schon hochverdient der Sieg. Aber ja, ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Was erhoffst du dir jetzt von der Zwischenrunde? Wir wollen zur deutschen Endrunde auf jeden Fall. Das war unser Ziel. Wir wollten eigentlich Westdeutscher Meister werden. Hat gestern leider nicht ganz geklappt.
Aber deutsche Endrunde bleibt das Ziel. Jetzt gucken wir, wen wir kriegen. München, Mannheim, gute Mannschaften. Aber ich denke, da die Jungs haben das Zeug und dann wollen wir unter die besten vier in Deutschland. Okay, dann viel Erfolg dafür und vielen herzlichen Dank. Super Danke. Spiel von euch. Dankeschön. Naja, meine Damen und Herren, da ich den Trainer jetzt eben nicht finde, möchte ich mich jetzt erst einmal von Ihnen verabschieden. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es hat Spaß gemacht, für Sie zu kommentieren und dieses wirklich schöne Spiel zu sehen. Und wir sehen uns gleich wieder um 12.30 Uhr hier wieder im DSC bei sportstadt.tv zum großen Finale zwischen dem DSC Düsseldorf und Uhlenhorst Mülheim.